Eigentlich wollten wir hier jetzt eine Diskussion über Kleiderhaken und grüne Wände einfügen, aber da ich vergessen habe, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, wurde daraus leider nichts. Das wollten wir nicht hier tun, sondern vorher in dem Haus, oder? Ja, in der Wand. In der Wand. In der Wand. An der Wand in dem Haus. Problem dabei ist, ich habe an der grünen Wand mit der matschigen Textur in dem Haus. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt dümpeln wir einfach mal durch die Gegend. Wir müssen leveln. Wir müssen uns unterhalten. Also bei so vielen nervigen Autsch-Spinnen. Ja, ich krieg natürlich genau schon wieder gleich diese Armee über den Haufen. Ach nee, mit B muss ich jetzt genau, Kamera. B. Mit B macht man Kamera. Das ist interessant, du läufst in die falsche Richtung. Oh, ach so, cool. Siehst du, Kamera ist schon mal sehr talentiert hier. Wusch. Siehst du, das sieht schon viel mehr nach dem Weg aus. Irgendwie hast du recht. Zur Hölle? Hab ich doch immer. Nein, Ameisen. Terra. Wow. Also, da hab ich mich jetzt verlesen oder du? Ich hab keine Ahnung. Wobei, ist eigentlich scheißegal, wie die heißen. Sagen wir einfach Ameise. Sagen wir, bleiben wir bei Ameise. Oder beim Monster. Das ist einfach. Ich meine, ich kann nichts verlieren, wenn ich sterbe, oder? An sich nicht, nein. Dann machen wir es uns doch simpel. Ich kämpf so lange, bis ich draufgehe. Wow. Also an sich kannst du nichts verlieren, wenn du kaputt gehst. Das ist gut. Außer deine Würde, dein Stolz und alles, was dazu gehört. Ach, das habe ich schon. Au, au. Wirklich? 666, das war eine große Zahl. Das Problem ist, du musst leider auch einen Kampf gewinnen, um wirklich die Erfahrung, sag ich mal, zu bekommen. Deswegen ist es so. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal schlau. Wusch? Oh, da fällt mir gerade was auf. Das wäre? Stimmt, du kannst hier... Hoppala. Ja, genau das. Stimmt, ich kann die Gegner jetzt einfrieren, ja? Ja, wenn du bei vielen Gegnern, so wie zum Beispiel diesen da stehst, so dich mitten rein pflanzt, könntest du die eigentlich schön einfrieren. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Das war Eiswand. Das war nach dem Heilen. Ach da. Machen. Stimmt, ich habe ja schon Wassersäule Level 3. Ach ja. Ich warte eigentlich nur drauf, dass jemand ein Video macht. Dieses Let's Play besteht aus 70% Heilung. Heal! Heal! Weißt du, alle Stellen, wo du heilst, zusammengeschnitten, wären über 15 Minuten, glaube ich. Das wäre so. Jetzt schon. Das wäre nicht mal 5, das wären 15 Minuten, da kriegst du eine Stunde mit zusammen. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das später aussieht. Das ist richtig schlimm, weil das Spiel, da muss man wirklich viel zu viel heilen und du läufst gerade um einen Baum. Only real men run around. Was run ist around das denn walls jetzt schon? For no reason. Aua. Mach, glaube ich, eher erstmal den fetten dann. Ach, Zufall. See what I care. Scheißwand! Fu, ey. Oh, er hat mich getroffen. Einfach stehen bleiben und scheiße. Yes! Der Dicke ist schon mal eingefroren. Das ist schon mal super. Einfrieren ist so ziemlich der geilste, weil einfach... So, jetzt hast du sie am Arsch. So. Ich würde... Aua, Stab. Genau. Jetzt gib mir aufs Maul! Baff! No. Ja. Dieses Talent, das kennen wir ja. Rate mal, ich bin nochmal dran. Rate mal, ich bin nochmal dran. Ach, schade. Ah, der andere ist wieder frei. Ja, mach nichts. Oh, aber ich kann ihn trotzdem boxen. Bam. Darf ich jetzt nur nicht kaputt kriegen? Ja, der kriegt mich nicht kaputt. Ich habe immer noch Attack hoch. So, tschüss, Mann. Juhu. Ich habe meinen Kampf gewonnen. Oh, geil. Und ein Level Up. Das ist doch super. Ich mache jetzt... gut. Also, man hat mir gesagt, ich bin ein bisschen zu vielfältig, was das Ganze angeht. Sehe ich ein. Ich gehe jetzt auch erstmal auf Wasser und Feuer überwiegend. Und werde jetzt den Rest erstmal ein bisschen vernachlässigen. Also Wasser ist an sich das Wichtigste, weil wegen Heilung. Ich glaube irgendwie, was war das? 25 lernst du heilen, 2, also das sind noch 9 Level. Hätte ich jetzt eine Webcam, könntest du mein Grinsen sehen. Ich kann dir meine eben zuschicken. Nein. Vergessen wir mal die Versandkosten. Genau. Ah, oh. Okay. Das ging leider noch nicht weit genug. Aber da kannst du dich mitten reinstellen, das sollte eigentlich helfen. So. Quetsch.
Cool, einer ist schon mal eingefroren. Das geht eigentlich ziemlich gut mit dem Einfrieren, also das passiert sau oft. Na, hast du leider nur eingetroffen. Ja, aber der dran war. Warte mal, ich bin mal schlauer und ich greife nicht den ein, der eingefroren ist, sondern den hier. Genau, das könnte man zum Beispiel machen. Weil jetzt habe ich zwei Züge. Genau. Wenn den jetzt noch kaputt ist. Ich darf den verprügeln, ey. Und der kann nichts machen. Ich verprügel den einfach nur. So. Ich kann nichts sehen. Ja, Baum. So. Darf ich mal? Batz! Boah, der ist aber ganz schön lange eingefroren. Finde ich gut. Ich hab nichts gesagt, falls der wieder frei ist. Endlich ist mal das Spiel auf meiner Seite. Boah, aber richtig, ey. Wird ja auch mal Zeit. Ah, scheiße. Aber das hat echt lange gehalten. Das könnte jetzt aber noch richtig knapp werden. Scheiße, du hast nicht genug für nochmal einfrieren. Oh! Hast nicht genug. Ja, scheiße. Nee, auch. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, der hält das. Der hält Einschlagen aus. Ja. Ach, fuck off! Ja. Bist halt einmal tot, ne? Ja, ist da nichts Neues. Ich geh dem erstmal einen lutschen, so sieht das aus. Der hat doch noch nicht mal einen. Auch wieder wahr. Der hat ja noch nicht mal einen Körper. Hast du da irgendwo einen Körper gesehen? Ich hab da nur so ein Umhang-Ding gesehen. Und da stand wieder diese Tussi, die, Geht doch mit der Schrolle! Jetzt stehst du ja wieder in diesem Haus, ne? Jetzt kannst du dich wieder in die Ecke stellen, ne? Und dich mit dem Kleiderhaken unterhalten. Hey Hallo. Hugo, hey Eberhard, hey Olaf. War das nicht Hugo, Herbert und den anderen Namen habe ich vergessen. Siehste, verdammt. Olaf. Gut, dann nennen wir ihn Olaf. Zwangshalber immer Olaf. Das ist Olaf. Und das ist Olaf. Und das ist Olaf. Und Olaf. 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 Wie die kaputte Schallplatte. Olaf. Was willst du eigentlich? Unter einer Magier. Ja, die Leute in diesem Spiel haben eigentlich nichts Tolles zu sagen. Außer vielleicht so mehr oder weniger wichtige Personen. Weil, ist dir das mal aufgefallen, das ist in jedem Rollenspiel so? Ja, aber in... Gut, kann man das als Rollenspiel richtig zählen? Ich weiß nicht, man läuft ja eine gerade Strecke im Grunde ab. Es gibt ja keine so großartig viele... Was ist denn das für ein Tennisball? Wow. Die wackeln lustig, wenn man die boxt. Aber sonst... Die können sich übrigens heilen, aber nicht viel. Also. Geile Aussage. Was ist das? Ich frage, was ist das? Und die einzige Aussage von dir, die wabbeln lustig, wenn man die boxt. Das ist kein Scheiß. Oh ne, da ist so ein Schmetterling. Ja, der kann mich mal. Ich friere die jetzt hier alle ein, pass auf. Ich hab gesagt, ich friere die jetzt alle ein. Würde mich zwischen den Ball und Dingen stellen, glaube ich, oder? In diese Spinne. Puh. Darüber reden wir nochmal. Komm. Yes! Schwabbeli ist eingefroren. Wow! Okay, da hat nur einer von getroffen. Sei froh. Yay! Der ist auch eingefroren. Der ist auch eingefroren. Jetzt hast du schon mal ein paar Runden, um diese ganzen kleinen Termiten auszulöschen. Das Gute ist, ich krieg wieder schön aufs Maul. Meine TP steigen damit wieder sehr. So. Wenn ich jetzt gut bin... Frierst du den auch noch ein? Genau. So, jetzt würde ich versuchen, glaube ich, das Scheißviech da oben platt zu machen, oder? Wieso? Der kann nur Suchpfeil. Der macht mir nicht mal Schaden. Wobei, wenn du näher dran gehst, kann der noch eine andere Attacke, so eine stärkere. Also da würde ich noch aufpassen. Ich will lieber die Spinne hier loswerden. Ey! Okay. Spiel! Oh. Der kann noch so eine... Genau das. Dummer Arsch. Danke. Das könnte ich jetzt auch noch... Ach scheiße, jetzt können die sich alle wieder bewegen. Das könnte knapp werden. Es sei denn, ich bin schlau.
und läufst weg, heilst dich ein bisschen und... Ja, eben. Genau, der kann sowieso nicht viel. Und dieser komische Ball, wenn du weit weg bist, kann das sein, dass er sich sogar manchmal einfach auch nur heilt, so 5 oder so. Aber wenn ich jetzt aus dem Kampf fliehe, müsst ihr doch eigentlich auch Erfahrung kriegen und alles, oder? Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, man bekommt wirklich nur, wenn man den Kampf komplett abschließt. Also, ich habe nie wirklich darauf geachtet. Ich bin jedenfalls noch nie ein Level gestiegen, wenn ich irgendwie geflüchtet bin. Also, Fels? Ach so. Das war irgendwie schlecht. Ich weiß. Ich bin bekannt dafür. Noch 3! 3. Siehst du, ja. Heilen kann er. Boah, das war 3x3. Das hat er aber Schiss. Eben. Der wird sich jetzt zweimal überlegen, ob er sich mit mir anlegt. Was ist Ruhe? Das hindert den Gegner vor Zaubern und so ein Gedöns. Also so. Das ist so... Ja. Im Grunde ist das Dingens sogar besser, dieses, was nie trifft, dieser andere Quatsch da. Ach, dieses Binden, oder was? Ja. Oh! Oh lol, der ist kaputt gegangen. Umso besser. Umso schneller das Mistvieh hier los. Au. Sei denn sowas passiert. Da könnte ich jetzt bei Frisch der nächsten... Stein! Könnte ich jetzt bei der nächsten Attacke davon besiegen. Okay, der macht aber nur das. Das ist gut. Und jetzt hast du keine MP mehr. Boxen kannst du nicht unbedingt. Sehe ich nicht ein. Möf! Ohne Scheiß, das wird mir weiter... was... Was? Du hast doch vielleicht noch irgendwo einen anderen Gegenstand, oder? Wobei, sicher bin ich mir das auch nicht. Ich brauche eigentlich beides. Aber ich habe so viel... Wo habe ich so viel Brot her? Das frage ich mich gerade auch. Ich glaube, ich könnte mir einmal so ein frisches Brot reinpfeifen. Jo. Ja, komm. Hier, nom 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 nom. Falls er dich jetzt nämlich... Ja. Ja, falls er hier wieder auf Nahkampf geht. Und das tut er gerade. Und das hätte ich jetzt getötet. Ja, ich wäre jetzt tot. Aber ich bin es nicht. Ich habe gar MP für gar nichts. Und ich kann ja, nicht... Du kannst einen ganz normalen Fels werfen oder so. Ein MP hast du ja. Stirb! Ist den überhaupt getroffen? Nö. Okay, ich glaube, du sollst einmal MP nochmal aufladen. Ja, einmal hier den Heldentrank. Ja. Du bist so ein Held, ey. So, du. Lol. Ey, die Kamera geht mir auf den Piss gerade, ey. Ja, die ist auch zum Kotzen. Und du da oben. Das ist recht. Wer da oben ist, das recht beschissen. Alter, ich hätte... Du kannst dich auch zwischendurch wieder so heilen. Ja. Also, falls es mal notwendig ist. Krepierst du auch mal. Ich frag mich, wie viel Energie so ein Ding hat. Ich finde diese Gegner einfach zum Kotzen. Die sind so ziemlich die Behindertsten in dem ganzen Ding, weil man die nicht boxen kann. Das nervt. Du kannst dich an denen nicht aufladen. Und die halten so viel aus. Dankeschön. Blöden Mistvieh. Ah, oh. Eine Glocke. Die Glocke, die diese Gegner auch wieder bindet da. Ach, die. Die ist eigentlich ganz ja. toll. Weil die bringt's dir tatsächlich ganz gut, wenn du wieder so 5 Viecher an der Backe hast. Ist das ganz gut. Ich meine, du willst ja leveln, da... Für mehr kann man die sowieso nicht unbedingt gebrauchen. Bei Bosskämpfen funktionieren die eh nicht. Kann man ja eh nur in normalen Kämpfen benutzen. Und deswegen hast du da eigentlich einen ganz guten Fang mitgemacht. Da zum Beispiel. Weißt du? Ich glaube, ich setze die auch gleich mal ein. Wenn ich mich bewegen könnte. Der Controller funktioniert. Genau. Boing. Boah! Ich hab grad ein bisschen... Können die jetzt alle nicht bewegen, jetzt kannst du die schön kaputt kloppen. Nee, ich will aber noch... Soll ich die kloppen? Keine Ahnung. Lädt deine MP wieder auf. Auch wieder wahr. Und es verfickt stark und... Ja. Wenn's den trifft, ne? Oh Gott! Boah, dein Dings ist schon wieder... weg. Also manchmal verarscht einen dieser Powerstab schon so ein bisschen. Hohoho. So, jetzt du. Sag dir jetzt du. Wie die einfach nichts machen können die ganze Zeit. Ja, manchmal kommen sie dann auch irgendwann doch wieder frei, aber